Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Black Book mit Alles furchtbar kommentiert, mit mir, dem Daniel. Ja, wir haben unsere erste Begleiteraufgabe erhalten beim letzten Mal. Und dadurch pausieren wir irgendwie so ziemlich alles, was in der Story so vor sich geht. Und sollen jetzt erstmal den Nikolai helfen, einen verschwundenen Kollegen zu suchen. So habe ich das jetzt verstanden, auf die Schnelle. Und das werden wir doch versuchen zu tun jetzt, ja. Dann können wir noch mit dem reden. Я с тобой всякого. Скажешь, там твой редут да огонь? Тут-то вон оно чё, сам нечистый. А всё не могу забыть. Страшнее это на войне-то. Может, и страшнее любого беса. Мало ты бесов видел, Коля. Может, и так. Ну да ладно. Я мириться-то не собираюсь. Знаю, как мне побороть себя можно. Есть одна у меня мысля. So, achso, nee, der hat nichts Neues. Dann, genau, dann ist jetzt die optionale Aufgabe, beziehungsweise die Aufgabe überhaupt, dass wir erstmal mit dem ein paar Sachen machen. Das eine wäre hier in Slobodar jemanden suchen. Das andere wäre, dass wir ein paar Kräuter noch mitnehmen. Dann machen wir das doch mal. Pantina-Dorf. Diese Straße geht durch das Pandina-Dorf. Mein Großvater hat mich hierher gebracht, wenn als er als Koldun unterwegs war in der Heusaison. После продолжительной ходьбы по старой дороге перед вами вырастает сначала деревянный купол часовни, а затем и сама деревня Пантина. Утомленный путешествием Николай заходит в первую попавшуюся избу выпить квасу и перевести дух. Вы настораживаетесь, что-то недоброе есть в этой постройке. Ja, da wir fühlen, dass irgendwas nicht richtig ist, gehen wir doch zum dem Nikolai hinterher. Хмурые хозяева угощают вас и вашего спутника, не приглашая за матицу. По их лицам видно, что в этом доме не все ладно. Dann suchen wir da mal Вы durch, бегло осматриваете горницу и сени, и, не заметив нечисти, выходите на улицу. Подняв взгляд на крышу, вы, наконец, находите причину несчастий. На курице сидит демон, лениво отмахиваясь от комаров. Können wir den verbannen? Вы шепчете заговор, и недовольный бес улетает, со скрипом отрываясь от крыши. Похоже, он просидел здесь довольно долго. Остается только догадываться, зачем он поселился у этих людей. Не иначе какой-то колдун прислал на работу, да так и забыл о своем. Also, das ist wieder von einem anderen Zauberer quasi der kleine Diener gewesen. Dafür haben wir jetzt wieder eine Sünde abgezogen bekommen und können den Platz verlassen. Das war's schon. Und dann gehen wir doch mal hier nach Kaidip. Diese Straße ist ein bisschen wie ein Roundabout. Aha, aha. Also irgendwie so ein Kreisweg oder sowas. Die direkte Route ist überwachsen. Normale Menschen benutzen das nicht. Сухой ветер гонит кривые вихри по дороге впереди путника, идущего вам навстречу. Вы успокаиваете Николая. Этот торговец заговорами вам давно знаком. Der soll uns bekannt vorkommen, ich bin Мудрость gespannt. Войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Ach so, das ist der Kartenverkäufer. Das haben wir schon. Nee, Das sind alles Sachen, die habe ich schon. Bringt nichts. Dann gehen wir doch weiter. Holen uns die Kräuter. Der alte Ego hat seine, seinen Kräutervorrat hier irgendwo versteckt. Mit dieser Richtung. Mit seinen Anweisungen soll ich keine Probleme haben, diese zu finden. Okay, schauen wir mal. Вы легко находите старый запас деда Егора на окраине деревни. В галце заброшенной избы в углу притаилась пыльная корчага. Только вы беретесь за старую посудину, как являются бесы. Похоже, вместе с кладом тут осталась и охрана. Wir könnten mit den Karten spielen. Nein, wir kämpfen mit denen. Ein Kampf? Du bist
dabei, ein Kampfpuzzle zu lösen. In Kampfpuzzles bekommst du eine bestimmte Seite von eine bestimmte Anzahl an Seiten, mit welchen du die gegnerischen Dämonen überkommen musst. Während Kampfpuzzeln das sind sämtliche Items und Fähigkeiten deaktiviert. Oh, okay. Also er macht jetzt erstmal 3 Schaden. Und er nimmt keinen Schaden, wenn alle Wörter schwarz sind. Das heißt, wir müssen immer irgendwas Weißes mit dazu nehmen. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir hier noch den Apfelei rein. Wir haben... Achso. Wir haben nur 2 Runden, um das zu schaffen. Ach so, ja, Moment mal. Dann müssen wir wahrscheinlich den hier reinnehmen. Und den hier. Wir probieren es mal. Genau, das macht Schaden. Und das andere ist ja eben der gute Zauber. Ja. Das ist ein ziemlich leichtes Rätsel, wie es ausschaut. So, jetzt haben wir noch diese eine Runde. Wir müssen noch die 5 Hitpoints weg. Ach, oh. Das ist ein Problem. Damit kann ich jetzt ihn nicht wegmachen. Ja, und damit ist das Ding auch gescheitert. Ist die Frage, darf ich den nochmal probieren? Müssen wir nochmal laden, Autosave hier. Вы легко находите старый запас деда Егора на окраине деревни. Ja, dann probieren wir das nochmal. Aber das ist halt immer auch... Das ist halt echt blöd, weil ich weiß ja vorher nicht, was der da quasi an... an Sachen hier reinschmeißt. So, dann kann es ja nur die Kombination sein. Soviel zum Thema, das ist ja leicht. Das ist ja nicht vorhersehbar, was ich für Karten bekomme. Ne? So, und jetzt habe ich... Jetzt reicht's wieder nicht. Jetzt reicht's aber wieder nicht, weil ich wieder nur 6 Schaden machen kann. Oder habe ich jetzt hier noch irgendwas mit gesegnet? Oh doch, das könnte gehen. Nee, geht nicht. Hä? Hä? Also gut. Ja, laber nicht. Jetzt will ich wissen. Nein. Den skippen wir nicht. Dann kann es doch eigentlich nur sein, dass ich... Moment, dann kann es doch eigentlich nur sein, dass ich so... Mehr kann ich ja... Mehr Möglichkeiten habe ich ja gar nicht mehr. So, jetzt hat er aber wieder 8. Jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, ne? Jetzt habe ich dasselbe Problem wieder. Moment, dann lade ich gleich nochmal neu. Werde ich doch irgendwann nochmal hinbekommen hier. Вы легко находите старый запас деда Егора на окраине. Nee, ich will nicht. Ich will nicht skippen. Hier?
Hä? Nee, das kann nicht Kappa sein. Das kann nicht Kappa sein. Das ist schon wieder falsch. Das ist schon wieder falsch. Habe ich irgendwas übersehen? Вы легко находите старый запас деда Егора на окраине. Was habe ich übersehen? Diesen Wellburst. Das heißt, die beiden muss ich raushauen. Macht einer 4 und der andere 5 Schaden. So hätte ich das jetzt gesagt. Oder? Moment mal. Oder? Ich hau die alle in der zweiten Runde raus. Probier's mal. Das könnte der Trick sein. So, dann muss ich jetzt aber irgendwie 14 Schaden hinbekommen. Aber auch das wird nicht funktionieren. Ne, das funktioniert auch nicht. Auch wieder gescheitert. Jetzt bin ich langsam ratlos. Вы легко находите старый запас деда Егора на окраине. Nein, wir canceln das nicht. Also ich kann doch nur. Sechs. Vier und sechs. Ja, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Vielleicht dieselbe Runde wieder. Er hat am Ende noch einen Hitpoint. Da muss irgendein Trick dabei sein. Da muss irgendein Trick dabei sein, den ich gerade nicht verstehe. Ja, laber nicht. Okay, wenn ich... Ich überlege gerade, ob ich mit dem vielleicht mal kann, spiel stattdessen. Warte mal, das ist ein positiver Effekt, kann das sein? Das ist ein positiver Effekt. Mal gucken. Jetzt nimmt er gar keinen Schaden. Klasse. Stopp mal. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen erst einen positiven Effekt bekommen. Halt. Nein. Mach mal. So, wir machen erst den positiven Effekt weg. Machen ansonsten gar keinen Schaden. Dann haben wir hier nämlich noch 4, 5, 11 Schaden noch offen. So, jetzt ist nämlich der positive Effekt weg. Darum ging es nämlich, man musste den Debuff da weghauen. So. Dann kann man jetzt nämlich hier mit 3 Schadenskarten spielen. Ja, siehe da, schon funktioniert das Ganze. Wer lesen kann, ist häufig im Vorteil. Ganz klar. Und damit können wir wieder eine Karte einstreichen. Das mit George, den Vater. Nehmen wir die Karte vielleicht nochmal, aber die... Oder doch? Ja, nehmen wir das hier nochmal. Узнав наконец наследницу старого колдуна, черти в ужасе разлетаются.
Вы открываете глиняный сосуд и действительно обнаруживаете множество полезных растений. Они не потеряли своих волшебных свойств и в засушенном виде. Ой, да haben wir ein bisschen was gefunden. Okay. So, was macht denn... Wir haben doch jetzt einen Gegenstand, glaube ich, bekommen, oder? Nee, das waren alles Kräuter. Das waren alles Kräuter. Gut, dann können wir jetzt da weitergehen nach Buidom. Ja, dieser Crumpling, keine Ahnung, Strand hat einen permanischen oder permischen Namen. Es gibt eine große Anzahl an Namen in diesem ja, Gebiet, wo ist es? Dieses alte Feld ist, was denn, ein Schutium zum Beispiel genannt. Hm, keine Ahnung. Weiter geht's. Бойкая молодая река вгрызлась в песчаный берег, образовав высокий вал над шумящей водой. Рядом виднеется странный черный силуэт, который сидит и копошится в воде. Вы чувствуете, что это не дух, но и не совсем обычный человек. Когда вы приближаетесь, то видите юродивую с отталкивающей улыбкой. Колдунья да солдат, вот как парочка, барин да сударочка. Бог в помощь. Эта дорога до Слободы-то ведет. Это... Ха-ха-ха-ха! Чё это вы туда след положили, а? Ты, бабка, может, друга моего видала, охотника? Трофимом звать. Слыхала, что пропал. Но ничего, ничего. А я с ним и не виделась. Так уж и не разговаривала. Говаривала. С белых комаров и не видала. Он охотник, вот по лесам-то и ходит. А ты, бабка, чё тут делаешь в такое-то время? Да к чё теперь воды не лакнуть, если ночь-то? Не до вас мне, не до вас! Женщина внезапно вскакивает и с завидной скоростью скрывается среди зарослей. Странная баба. Аж до мурашек. Она ja, schon ein bisschen seltsam. Или из бесов? Да нет, не похоже. Но я тоже чё-то неладное почуяла. Ну, слобода уже близко. Dann. Sloboda war der Name eines Dorfes frei von Serfdom. Wahrscheinlich Serf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es hier noch nie Noblemen. Noblemen sind wahrscheinlich so königliches Geblut oder halt irgendwie was Wohlhabendes. Also finde raus, was los ist. Dann finden wir raus, was los ist. В засыпающей деревне мало кого встретишь, но Николай с усердием принимается за дело. Вы оглядываетесь вокруг. Все еще открыта торговая лавка, похоже, благодаря кабачному пристрою. На горизонте чернеют угрюмые стены хвойных лесов. Wir schauen doch mal in den Laden. Ach so. Wir hätten jetzt 100 Münzen. Kriegen wir damit irgendwas Cooles? Das ist noch nicht übersetzt. Aber das klingt ziemlich stark. So, wir schauen nochmal durch. Was könnten wir denn hier? Zweimal gesegnet am Kampfstart. Ansonsten hätten wir, wie gesagt, noch diesen Quarkfrosch da. Der würde uns immun gegen oder Widerstand gegen Krankheiten und gegen Paralyse bringen. Was ist das? Rusalkas Heer. Damit können wir plus 1 auf Race bekommen. Das wäre, glaube ich, auch nicht so schwach. Was haben wir momentan? Wir haben 4 Hitpoints. Wir haben einmal mehr Hallen und wir haben 5 Schild in der ersten Runde. Dann wär's doch fast... Achso, hm. Das zum Beispiel ist schlechter. Ich glaube, wir kaufen das hier mal. So.
Dann setze ich das auch mal ein als... Ja, als was nehmen wir das? Moment mal, wo sind meine Gegenstände? Da sind meine Gegenstände. Nehmen wir das hier. So. Die 4 extra Hitpoints, die reißen es wahrscheinlich unterm Strich nicht ganz so weit raus, sondern irgendwann. Dann warten wir auf Nikolai. Nikolai в задумчивости покусывает свой ус. По словам крестьян, последний, кто виделся с его другом, была та самая юродивая. Он предлагает вам отправиться в ее избушку на болоте. Okay, das war ein kurzer Besuch hier im Dorf. Dann suchen wir den heiligen Idioten. Holy Fool. Achso, das ist diese Frau, die da davor weggerannt ist. Und da wohnt die. Aha. Болотная вода угрожающе поблескивает острыми звездами ночного неба. Николай идет впереди, умело выбирая кочки и сухие переходы. Говорит, ему на службе и не по таким болотам приходилось перебираться. В предрассветном тумане вы вскоре находите избушку. Черные окна глядят на вас, как глазницы мертвеца. Wieso sollen wir denn ambushen? Also einen Hinterhalt legen? Waren sie noch nicht unfreundlich? Тараканы разбегаются от скрипа покосившейся двери. Внутри изба выглядит еще мрачнее, чем снаружи. Здесь пахнет гнилью и запустением. Вы вздрагиваете. В окне мелькает тень и убегает в сторону леса. Der heilige Idiot rannte in diese Richtung. Die Geräusche kamen von einem Wald. Achso, die Geräusche aus dem Wald sind eher seltsam. Es hört sich an wie Knochen, die zerbersten. Oh oh. Haben wir was Falsches ausgewählt? Хоть вы в потемках и потеряли юродивую из виду, Николай ведет по ее следу так же верно, как если бы вы шли за ней среди белого дня. Вы ступаете под густые ветви неприветливого леса и замираете. Впереди раздается жуткий хруст, словно разламываются сухие кости покойника. В роще вас встречает огромный бес. Okay, wir kämpfen gegen das Ding jetzt da? Wir kämpfen gegen das Ding. Oh, das ist wieder so ein Puzzler. Wenn wir 3 Runden Zeit haben, der bekommt 20 Schild. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie das Schild durchkommen, hätte ich mal gesagt, oder? Oder, Double Waste. Double Waste. Der negative Status, der wäre bei uns, den brauchen wir glaube ich gerade nicht wegmachen. Wir hauen nochmal drauf. Aber warum sollten wir den heilen hier? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Schadensabsorption. Achso, das ist wahrscheinlich ein Schild für uns, okay. Mal gucken, was passiert, ne? Werden wir es sicherlich nochmal neu laden müssen, nehme ich an. So, was... Oh, 999 Angriff macht er jetzt, ja? Achso, da brauchen wir jetzt quasi den Angriffs... Okay, ich sehe schon.
Das Razzi bekommen wir ja nur durch, wenn wir sein Schild weghauen. Er hat ja aktuell aber noch... Hat er Schild? Ne, aktuell hat er gar kein Schild, ne? Negative Statis hat er auch nicht, aber wir müssen jetzt einmal den Schaden absorbieren. Und stattdessen haben wir ihn dann quasi einmal nur Razzi um die Ohren und machen einen normalen direkten Schaden. Hä? Hä? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, liebe Leute, ich habe mir da jetzt mal, nachdem das hier gar nicht geklappt hat, habe ich mir ganz kurz schlau machen müssen. So ehrlich bin ich an der Stelle, wie man hier diesen Bosskampf besiegt, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und jetzt habe ich mir kurz mal was im Internet rausgesucht, wo es irgendwer scheinbar schon mal geschafft hat. Und jetzt spielen wir das danach. Also zuerst Nikolai's Ability. So. Das Imperishable, das hatte ich ja schon. Einmal Headless, warum auch immer. Und den Dämon. So, jetzt sind die Debuffs weg. So, jetzt sollte man Kokrush Orazi und die Herald Bones. Ach, dann zählt das Schutzschild. Das Schutzschild zählt einfach rundenübergreifend. Ich sehe, was das Problem war. Der Grundgedanke war schon richtig, den ich hatte. Nur habe ich nicht daran gedacht, dass der Schild quasi über Runden hinweg zählt. Ja, genau. So, jetzt die nächste Blutung. Das Ganze verdoppeln. Und dann auch am Schluss zwei wegmachen. So, jetzt müsste er eigentlich dann nochmal ticken, bevor er jetzt angreift, ne? Ja. Okay, liebe Leute. Das hat leider nicht ganz ohne Hilfe des Internets geklappt. Zumindest, ich war ja nah dran. Es war an einer Karte gelegen, an einer Reihenfolge. Ich hätte die Schildkarte in der ersten Runde spielen müssen, nicht in der zweiten. Und stattdessen eben das Orazi in der zweiten. Ich war nah dran. Das war wirklich nur so ein kleiner Denkfehler, weil ich echt nicht gedacht habe, weil die Schilde ja eigentlich nach einer Runde sofort wieder weg sind. Im Normalfall. Ich wusste nicht, dass diese Karte ihr Schild über eine weitere Runde aufrechterhalten kann. Okay. Was nehmen wir denn als Belohnung? Alle Gegner 1 Schaden. Mhm. Alle Gegner 3 Schaden oder... Ne, das Avoid wollten wir eigentlich machen, genau. Gibt 2000 Erfahrung? Nein, постойте, лютые люди! Злодеи! Не трожьте мое дитятко! Иисусово войско! Она что думает, это ее ребенок? Вон из леса! Я вас не звала и знать не желаю, колдуны проклятые! Неужели она умом тронулась? Или это неспроста? Что за нечистого мы повстречали? Also ein Changeling schließe ich mal aus. Irgendwas von einem Leshy hat man vorhin mal.
Achso, wir können da noch wieder ein Level vergeben. Machen wir das mal erstmal kurz. Das ist leichter. was können wir denn da skillen? Eine zusätzliche Schlüsselseite. Seitenkosten. Ich will die Spezialitäten von denen mal wissen. Ja, genau, das machen wir mal. Okay, das heißt, wir kriegen die Sünden dann auch schon mal weg. Das ist ja gut. Das habe ich so auch noch gar nicht bedacht. Okay, ich glaube, wir machen da mal... Ein Leschi. Wo hatte ich denn das mit dem Leschi gelesen? Das war das mit den Imps? Super. Super. Ich weiß nicht, was ein Polevoy ist. Ich weiß nicht, was ein Leschi ist. Ich weiß nicht, was ein Shot ist. Was bin ich denn für eine Wissende? Nee, das hatten wir schon. Was ist das hier noch? Nee, Tipp. Das sind Look like a Leschi, so matter fort. Also ein Leschi fällt raus, Changeling fällt raus. Oder? Ich hab keine Ahnung.
Ich probiere es mit Schutt. Это что, дух чудской так вырос? Нет, не похоже. Господи! Она вырастила своего подменыша до таких размеров, что он уж скоро больше самого леса станет. Все ясно. На обычной-то еде так не вырастет. Это ты подменыш, проклятая векша! Also, es ist ein Changeling. Oh nein. Aber wie hätte ich das sehen sollen? Also, ah, komm mal, ey. Где Трофим? Баба ты сплошная! Коля, посмотри вокруг. Она кормила нечистого. Заманивала сюда людей. Детятка есть просит, да. Его нужно кормить, растить ляльку. Проклятая баба! Я тебе покажу, как православный люд морить. Погоди, давай все разузнаем. Erstmal ausfragen, dann töten. Откуда подменыш-то? Нет тут никакого подменыша. Это моя девочка, моя Лукерьюшка. Вспомни, мы, может, тебе помочь-то сможем. Лукерьюшка, тихо, тихо, скоро они уйдут. Поспишь чуток. От нее не узнаешь ничего. Да и девку ее мы вряд ли найдем. Сколько годов-то надо, чтобы он так вымахал? Сколько страшной пищи. Ой, и думать не хочу. Отойди в сторону. Мы изгоним этого нечистого. Себя изгони, векша гадкая. Оставьте нас в покое с моей Лукерьюшкой. Прочь! 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 Ich glaube, wir müssen kämpfen, мы не можем так этого черта оставить. Он, глядишь, и слободу, и Пантину скоро пожрет. Ничего, спалим. Я должен это сделать. За Трофима. Ну-ка, брысь! Прочь! 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 Ее поди оттащи. Ум совсем отнялся. Я так думаю. Она тоже в смерти друга виновата. И кто знает, в скольких еще. Она должна поплатиться за свои злодейства. Ja, wir töten sie, oder? Wir töten sie. Sie hat ja da schon ein bisschen Leute auf dem Gewissen. Нам нужно спалить этого беса. Хочет, 50 Sünde. Ай-яй-яй. Николай поджигает своим огнивом сухие ветки, и пламя быстро принимается за дело. Скоро от черта остается один только пепел, как и от его юродивой покровительницы. Ой-ой-ой-ой-ой. Окей. Ja, krass. Was wohl passiert wäre, wenn wir uns anders entschieden hätten? Ich weiß es nicht. Я рад, что с этим бесом покончено. Но что-то жуть берет. Как-то мне неспокойно, что мы ту бабу... Эх, Васька, зря мы это. Ничего не зря. Может, она бы еще подменыша вывела. Кто ее знает-то? Ох, это сколько таких страшных бесов-то у нас в уезде? Немало, дружок, немало. Думаешь, почему мы тут, колдуны-то? А чтобы помогать простым людям, от нечистого спасать. Фу, надо мне дух перевести. Пойду-ка домой отсыпаться. Эх, Трофим, Трофим. Ну, мы той деревне-то помогли, так? Это уж, Коля, не сомневайся. Спасибо тебе, Василиса. Если чё, так я всегда. Не сомневайся. Окей, gut. Dann, sind wir am Ende der Folge angekommen, hat jetzt lang genug gedauert. Ja, das mit dem Rätseln, mit dem Kampf da, das hat jetzt echt ein bisschen Zeit gekostet. Da bin ich echt nicht drauf gekommen. Und ob das jetzt die richtige Entscheidung war, hier dieses Vieh und diese Herrin, Dame, wie auch immer da, zu töten. Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Mal gucken, vielleicht finden wir es noch raus. Ja, aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Dann hoffentlich ohne wieder so ein Puzzle. Bettler, das kriege ich nicht hin. Ja, und dann würde es mich natürlich wieder freuen, wenn ihr wieder einschaltet zu Black Book. In diesem Sinne, wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.